Herzlich willkommen zum DJ Talk Deluxe. Folge 27 geht an den Start. Wie immer mit euren beiden Pappenheimern, dem DJ Dirty Dan und mit mir, DJ Golemo. Servus. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Stimmt. Für mich bald gute Nacht, hey. Nicht nur für dich. Also, nachdem wir das Ding hier zu Ende gedreht haben, heißt es ab ins Bett. Also, es ist Sonntag, Sonntagabend für euch zur Erklärung. Das heißt, fresher geht eigentlich gar nicht. Ja, wobei man ehrlich sein muss, es ist noch nicht mal 8. Also. Ja, naja. 10 vor 8 ist es, wenn wir genauso wollen. Ich werde alt, glaube ich. Süß. Süß. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Darf mich nicht beschweren. Aktuell. Viel unterwegs gewesen, oder? Ja, was heißt viel unterwegs? Die letzten Wochen hatte ich, glaube ich, kein Wochenende wirklich frei. Nächstes Wochenende schon gar nicht. Das wird bodenlos. Ich habe jetzt mal zusammengeschaut. Ich spiele in 2 Wochen 7 Mal. Hey. Das ist geistesgestört. Das ist. Ich glaube, das erste freie Wochenende, das ich habe, ist das, wo wir in Kroatien unterwegs sind. Ja, bin gespannt, wie das wird. Hey. Das ja, wird lustig. Da müssen wir uns einen Plan überlegen, was wir machen, so tagesmäßig. Aber das hat hier nichts verloren. Nee. Aber wir könnten ja diesmal gemeinsam von unten aufnehmen. Das wäre. Ja, das war schon ein kleiner Plan. Auch jetzt nächste Woche. Wir sind ja jetzt gemeinsam unterwegs nächste Woche oder diese Woche. Da könnte man das ja auch so. Stimmt, wir sind das ganze Wochenende. Ich habe dich das ganze scheiß Wochenende an der Backe. Naja, du bist mein Taxifahrer. Worauf habe ich da schon wieder eingelassen? Das gibt's ja nicht. Das heißt, du hast gar nicht gespielt die Woche, oder wie? Oh ja, am Freitag. Doch? Wo? Ja, ja. Bei uns ein Stadtfest, wo du letzte Woche meintest, da, ne? Ja, genau. Ich hatte jetzt 2 Sommerfeste hintereinander. Ja. Das eine, wo ich quasi vom Bürgermeister runtergegangen worden bin. Und jetzt war ich so quasi. Wie weit ist das auseinander? Schieß mich dort keine 10 Minuten mit dem Auto vielleicht. Ja. Da hatte ich das nächste Sommerfest. Ja, es war jetzt leider nicht so viel los, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber die Leute, die da waren, die haben mega gut gefeiert, haben mega viel Spaß gehabt. Und du meinst Mama und Oma? Ja, genau. Die Schwester war auch dabei. Oh. Aber das sind die besten Fans. Bessere wird es nie wieder geben. Ja, absolut. Ne, die haben mega gefeiert. Ich habe mir das auch zurechtgelegt. Im Endeffekt, da sieht man wieder, was so ein bisschen, ich sage es einfach mal, Erfahrung ausmachen kann. Es war nämlich vor mir so eine Art Band, sage ich dazu. Aber nicht Band in dem Sinne, dass die halt auch singen und so weiter. Das war so. Da war ein Schlagzeug, eine Trompete und 2 Saxophone, glaube ich. Und die haben halt aktuelle Hits in deren Stil quasi runtergespielt. Soft Jazz, oder? Nee, eigentlich ziemlich cool. Also es hat schon cool geklungen, nur die hatten über eine Stunde gespielt. Auch cool. Also ja, aber nicht in dem wie soll ich sagen, in dem Hotel-Lounge-Vibe-Jazz, sage ich jetzt mal, sondern es war wirklich mit Pep dahinter, also wirklich cool. Aber jetzt nicht richtig Jazz im Endeffekt, sondern. Aber sowas fühle ich maximal so richtig. Nee, es hat auch mega cool geklungen. Ich meine so Hotel-Jazz und so, wenn da jemand am Saxophon spielen kann wie ein Gott, puh, shut up and take my money. Ich finde das mega cool. Ja, safe. Saxophon sowieso mega cool, also auch in Kombination mit hier und da, wenn man es gut plant, kann man es auch mit dem DJ gut umsetzen. Ich sage nur jetzt bei der EM, ich habe seinen Namen vergessen, irgendwas mit André, irgendwas André. Ja, genau. Der hat ja auch sein alles, ja. Hype des Lebens momentan. Ja. Und da sieht man, wie cool ein Saxophon eigentlich sein kann. Und die haben halt auch eine coole Show gespielt eigentlich, nur es wurde halt nach der 2., 3. Nummer für mich persönlich, wurde es halt ein bisschen mühsam, weil einfach keine Stimmung aufgebracht wurde, kein Mikro gemacht wurde. Also es hat so ein bisschen, durch das halt nicht singen, so ein bisschen wenigstens ein MC oder irgendwas in die Richtung gefehlt. Aber hey, erinnert dich an unseren letzten Kroatien-Trip im Club, wo wir da waren, da war es doch genauso. Da gab es ja begleitend echte Drums, echte Gitarren, glaube ich, auch so Saxophon.
Das ist so, die ersten 2 Minuten ist das cool. Ja, da fühlt man das. Sack. Dann ist es Arsch, ja. Dann wird es anstrengend. Monoton und ja, also ja, für einen Club ist es, glaube ich, eher weniger was. Ich sehe das erst in so einer Beachbar, Lounge, das ist dann schon geil. Aber so ja, Club, das war auch der Hintergedanke von diesem Sommerfest eben, dass die da halt cool spielen und so weiter, eine coole Show runterziehen. Wie gesagt, die haben über eine Stunde gespielt und es war halt irgendwo so ein bisschen monoton. Dann war eine Nummer, da ging 3 Minuten nur Schlagzeug zum Beispiel. Ja, ist dann halt ein bisschen anstrengend. Also so einzeln betrachtet, cool, mega, klingt auch super, aber so im Gesamtpaket war es dann einfach zu monoton, zu lang und es wurde halt, es kam null Stimmung auf. Also die Leute standen halt da oder hinten weiter herum und so weiter und ich habe dann halt übernommen, um keine Ahnung wie viel Uhr da war, jedenfalls nach denen halt übernommen, habe da halt noch gemütlich ein hausiges Warm-up gespielt, ganz kurz, bis die Bühne abgebaut worden ist und Platz gemacht worden ist. Dann ist das DJ-Pult noch ein bisschen versetzt geworden, also da habe ich mich halt nicht in Szene gesetzt. Und dann, so wie der Umbau abgeschlossen war quasi, habe ich halt angefangen mit Moderation, die Gäste ein bisschen mit einbinden und so weiter, 2, 3 Nummern auf kommerziell Party. Und habe dann angefangen, mir die Leute nach vorzuholen. Die sind halt rechts herumgestanden, links herumgestanden, hinten herumgestanden. Ab wie viel Uhr? Wieder mal, das war circa 9:30. Okay. Ich glaube um 8:30, circa 8:45 habe ich übernommen. Und der Abbau hat halt auch so eine halbe Stunde circa gedauert, bis die fertig waren. Und dann habe ich quasi richtig angefangen. Mhm. Und ja, ich habe dann angefangen, immer die Leute nach vorzuholen. Die waren dann natürlich noch schüchtern und nüchtern. ja, die hatten Gott sei Dank aber alle Stehtische, die hatten es aber alle hinten stehen. Und irgendwann halt, wenn man so, ja, muss man halt ein bisschen kreativ sein, glaube ich, und sie einfach nicht scheißen. Ich habe dann einfach gesagt, hey, nimmst die Tische, kommst mit den Tischen nach vorne. Dann, oder den Klapptisch, nicht den Klapptisch. Ja. Nee, pack den Klapptisch aus. Und die sind dann halt mit den Tischen nach vorgekommen und dann war schon vor der Bühne ein bisschen was los, dann haben sie mitgesungen, mitgefeiert und da sind dann immer mehr Leute stehen geblieben. Es war auch nicht lang, um 11 war schon wieder Schluss im Endeffekt, aber okay. Bis 11 ging es dann Halligalli, also da war Stimmung pur, die Leute haben getanzt, die Leute haben gefeiert. Ich habe einen ja, einen Bekannten, den ich durch eine andere Veranstaltung kenne. Da gibt es halt so ein ungeschriebenes Gesetz in der Stadt. Ich mache die Faschingsveranstaltung dort auch. Und ja, da ist halt von Journey Don't Start Believing so ein quasi Pflichtnummer. Und der war den Tag nicht da, ist aber aus der Gegend. Und ich habe ihm halt dann ein Video geschickt, wo die Gäste halt seinen Namen rufen und ihn begrüßen. Und dann das Lied singen anfangen. Also quasi so ein kleiner Local Hero dann dort, ne? Ja, quasi. Okay. Cool, ja? Sympathisch. Nee, war ein cooler Gig und ja, um 11:30 war ich, glaube ich, wieder zu Hause, also entspannt auch. Easy money. Ja, voll, absolut. Nee, war eine coole Sache. Also man muss nicht immer 5000 Leute vor sich haben, um Spaß zu haben. Darauf wollte ich eigentlich hinaus mit der Thematik. Aber man, ich habe lieber 5000 Leute vor mir. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Habe ich jetzt die ja, Woche wieder natürlich. Gehört. Natürlich, es ist schöner, es fühlt sich auch besser an, braucht man nicht reden, aber wenn es halt mal nicht so ist, dann darf man sich davon nicht runterziehen lassen. Nee, sagen wir mal so, das ist das, was ich vielleicht damit vermitteln möchte. Haben wir eh auch schon mehrmals drüber diskutiert, aber man kann auch mit weniger Leuten viel Party haben im Endeffekt. Das ist der springende Punkt. Wenn man sich davon nicht runterziehen lässt und sagt, ah, was ist das für ein Scheiß, nichts los und kein Bock und juckt mich nicht und ich bin jetzt abgehoben und ich spiele nur für 10.000 Leute. Ich habe da so eine Story, eine Anekdote, sehr frisch eigentlich sogar mitbekommen, so am Rande, wo ein DJ im Club gespielt hat, in einem österreichischen Club und während seinem Set ist es halt komplett abgerissen. Ob da jetzt die Leute dran schuld sind oder die Musik dran schuld, was halt eigentlich hingestellt, weiß niemand, ich war nicht dabei. Und da hat dann der DJ so erzählt zu einem Gast, ja, die Leute sind abgerissen, dann habe ich drauf geschissen auf gut Deutsch und habe mich jetzt angesoffen. Und sowas finde ich halt schlimm, weil wenn ich mir denke, hey, es ist ja meine Aufgabe, dass wenn es abreißt, dass ich mich wieder zurückkämpfe. Dann kann ich nicht sagen, ich scheiß drauf und sauf mich da jetzt an auf Clubkosten, sondern ich versuche die Arbeit.
Richtig, ich versuche es wieder zurückzuholen. Ich fange wieder ein bisschen mit so ein bisschen Warm-up-Sound an. Ich hau mal vielleicht einen blöden Spruch durchs Mikro, wie auch immer. Aber ich versuche. Mache ich auch einen kompletten Break im Endeffekt. Ja, na, da muss ich drüber stehen und hole mir die Mädels auf die Tanzfläche. Mit den Mädels kommen die Jungs. Das ist Gesetz seit Tag X im Endeffekt. Also. So ist es, ja. Das fand ich halt ein bisschen schade. Also an die jungen DJs, verzweifelt nicht, wenn es abreißt. Bleibt immer ruhig, versucht euch zurückzukämpfen. Und hey, wenn es nicht klappt, wenn es dann wirklich zu Ende ist, die Party, dann könnt ihr trotzdem sagen: Hey, sorry, Chef, ich habe es versucht. Ich habe versucht, was in meiner Macht liegt. Es ging nicht. Das ist trotzdem wieder ein ganz anderes Standing, als wenn man sagt, ja du, ich habe drauf geschissen auf deine Gäste und auf deinen Umsatz und habe dann aufgehört. Nee, also, absolut. Also vielleicht macht man sich dafür auch so einen Emergency-Ordner oder so, keine Ahnung, Plan B oder C oder wie auch immer, wo man sich halt einfach, schieß mich tot, ein paar absolute Partynummern reinklatscht, die halt wirklich. Es muss halt aber trotzdem auch zum Clubkonzept passen. Natürlich, natürlich, absolut. Deswegen macht man sich halt vielleicht 2, 3 Ordner, wo man halt diese Nummern drinnen hat einfach. Und je nachdem, wo ich gerade spiele, kann ich die halt auspacken. Mhm. Aber so kann ich mir die Leute halt vielleicht zurückholen im Endeffekt. Ne? Definitiv. Ich weiß, ich habe da die Nummern schlechthin, die jeder kennt und mitgrüllt, egal wie alt in dem Fall. Wurscht, ob du jetzt 16 bist oder. Don't Stop Believin' zum Beispiel ist so eine Nummer, die jeder kennt. Zum Beispiel. Gibt es auch mega coole Mixe, also für jeden Anlass im Endeffekt kann man die einbauen. Und ja, von Party Shaker bis eine DJ Antoine oder sonst irgendwas. Also da gibt es viele Nummern, die man sich da zurechtlegen kann. Kann ja auch mal eine coole EDM-Nummer sein, die man vielleicht mal vergessen hat oder so, wenn es ein Großraum. Ja, Rock-Klassiker wie Bon Jovi oder so. Also immer, das sind so Nummern, die immer ziehen im Endeffekt. Ja. Aber ja. Ist so jedem das seine. Ich glaube, das macht ja den Markt dann auch aus im Endeffekt oder am Ende des Tages, wo sich dann die Streu vom Weizen trennt. So. Streu vom Weizen, ja genau. Das war so ein hartes Weekend. Ich habe jetzt vor, wie ich in Bayern geschlafen habe, bin ich von der Kirchenglocke aufgeweckt worden um 7. Rate mal, was heute wieder war. Eine Kirchenglocke? Ja. Aber diesmal um 7. Die hat dann aufgehört nach 10 Minuten. Und dann hat die um 8 nochmal angefangen. Und da habe ich gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt zieh dich an. Jede Stunde. Ja, es ist brutal. Ich verstehe es nicht. Ich war kurz davor, dass ich google, wieso läuten die Kirchenglocken sonntags um 7 Uhr morgens in Oberösterreich. Die Kirche bei dir in der Gegend muss relativ weit weg sein. Die ist ziemlich weit weg, ja, das stimmt. Wir haben sogar 3 Kirchen im Ort, sind aber alle nicht so nah. Deswegen bekommst du es nicht mit. Das kann sein, ja. Du hörst nur die Sirene samstags um 12. Das stimmt. Die kommt aber bei uns auch meistens über zu spät. Die ist dann mal um 12:45, dann ist mal um 12:30. Das sitzt wahrscheinlich irgendwer bei der Feuerwehr und denkt sich, oh, ich darf mal einen Kopf. Oh nein, nicht schon wieder verschlafen. Zu spät. Not bad. Aber hey, das, wo ich jetzt gestern war, das war brutal. Ich dachte, das ist so ein normales Zeltfest, also normal, halt so ja, ein mittelgroßes Zeltfest. Komm dahin, das erste Mal in meinem Leben dort gewesen. Und da gibt es eine schöne Anekdote. Zwei Jungs, die Funky House Brothers, haben mein Warm-up gespielt für mich. Mhm. Und wir haben uns vor 7 oder 8 Jahren, müsste ich lügen, das erste Mal gesehen. Und damals habe ich für sie das Warm-up gespielt in einem großen Club hier in Niederösterreich. Und danach war ziemlich lange Funkstille. Und jetzt eben vor kurzem mal wieder gehört. Und dann kam es halt heraus, dass sie jetzt für mich das Warm-up mache. Und da ist sogar die eine oder andere Träne fast geflossen, muss ich dir ehrlich sagen. Weil man hat sich immer gut verstanden, man hat sich ewig nicht gesehen. Und dann bekommst du die Umarmung und dann sagt dir der Kollege, hey, wir sind so stolz auf das, was du in diesen 7, 8 Jahren gemacht hast. Wir sind viel älter als du, wir haben keinen Bock mehr auf das Ganze so wie du, aber ich finde es schön und wir möchten für niemanden lieber so den Abend verbringen wie mit dir und mit dem LG und mit dem Team. Und das war halt schon ein sehr, sehr schönes, großes Kompliment, womit ich gar nicht umgehen kann. Ich sag's wie es ist. Ich bin dann immer so ein bisschen, dann lass mich doch lieber raussetzen. Ich verziehe mich da und fertig. Aber es war sehr schön. Und kommt da so hin, denkt mir, ich komme ein bisschen früher hin, schaue mir dann den Abend so an. Es ist das ärgste Kuhdorf. Also wenn es da 3 Häuser gibt, waren das viel, glaube ich. Und ein ganz großer Stadel. Also so ein Disco-Stadel, sondern ja, halt so ein alter, Heustadel, wo sie Heu und so gelagert haben. Ja. Und hey, ich komme da hin um 10:30, 11,
rennt da schon der ärgste Hardstyle. Auf der Tanzfläche, ungelogen, 1800 Gäste am totalen Eskalieren. Seit einer Stunde offen. Es ist komplett abgegangen. Und da war halt auch so ein ganz eigener Vibe dabei. Und von der ersten bis zur letzten Nummer Leute dabei gewesen, mitgemacht, mitgefeiert. Und meine vorletzte Nummer war Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours im Original. Und ich habe keinen einzigen gehört, der irgendwas Falsches über die Nummer gesungen hat, sondern, kann sein, dass da vielleicht ein, zwei Idioten gegeben hat weiter hinten, das habe ich nicht gemerkt, aber wie ich dann bei der Melodie abgedreht habe, hat jeder dieses Dö-Dö-Rö-Röp mitgegrölt. Also das war sowas von laut und sowas von schön mitzubekommen, dass es nicht nur Idioten gibt, die die Nummern kaputt machen für sich. Ja, das sind dann diese Momente, an die erinnert man sich ewig. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist ja toll. Er hat eine Gigi D'Agostino-Nummer gespielt, aber die ganzen Umstände, die Nähe zu dieser ganzen Geschichte da, Grenznähe, wo es dann so losgeht mit diesem rechtsradikalen Scheißdreck da, aber war schon cool. Ich muss sagen, ja, glaube ich. Und direkt nächstes Jahr fixiert worden vom Veranstalter, Jackpot. Das ist das Schönste. Nach dem Abend. Das Beste, was gibt es jetzt? So schlaft man am schönsten ein, bis einem die Kirche weg. Die Abrechnung und, aber und die Fixierung. Eine Sache wieder habe ich gemerkt, wo ich mir dann dachte, hey, wenn du so einen Zaun vor einer Bühne hast, dann steht dieser Zaun nicht umsonst da. Dieser Zaun hat nicht den Sinn daher, dass irgendwelche halbstarken Jungs über den Zaun drüber klettern und aufs Pult gehen und dann ihre Muskeln herzeigen. Hör mir auf. Ich habe einen am Freitag bei diesem Sommerfest, habe ich einen ein bisschen, wie soll ich das definieren, verständlicher darum bitten müssen, dass er die Bühne verlässt. Nee, bei mir war es eh entspannt. Die waren eh cool, aber das waren halt so 6, 7, ja, ich hätte schon so 6, 7 Jungs, die habe ich schon die ganze Zeit beobachtet, die sind richtig abgegangen und irgendwann kam halt so der Moment, wo die Hemmungen gefallen sind und die ihr T-Shirt ausgezogen haben. Und, aber man muss halt neidlos anerkennen, die hatten den Körper dafür. Also wirklich durchtrainiert, sehr gut definiert, alles cool. Aber trotzdem... Also so wie ich. Aber trotzdem, wenn so ein Zaun da ist, klettert da nicht drüber, weil das macht keinen Sinn. Weil es gibt trotzdem immer einen Security mehr als eure Gruppe, die euch dann nicht so nett runterbittet, wie ich dann am Mikro. Ja, da stimme ich dazu. Das ist dumm. Also im Endeffekt ist es dumm, wenn man das so macht. Es ist halt, ja, sie wollten sich ja wahrscheinlich präsentieren vor den Mädels so ein bisschen. Und ja, safe. Ich schätze auch, dass sie haben es geschafft, das hat geklappt. Sie haben mir dann auch die Hand gegeben, sich ganz nett entschuldigt. Aber trotzdem muss es geht ist gar nicht. Gott sei Dank, ist Gott sei Dank eh auch eher so die Mehrheit, die entspannt reagiert im Endeffekt und dann einfach sagt, ja nee, sorry, war nicht so gemeint oder wie auch immer. Ja, gemeint war es nur halt. Wir haben es ja, versucht wohl. Ja, aber sie nee, wissen, aber das, die das halt auch verstehen, machen. Ja, sie verstehen das dann auch und zicken dann nicht rum oder fangen mit dir diskutieren an oder irgendwas. Aber ich hatte halt jetzt am Freitag eine Person, ich habe gerade erst angefangen, ich habe die erste Nummer auf Play gedrückt, nachdem ich da hochgekommen bin. Stand da schon so ein Dude neben mir, komplett angesoffen. Ja. Ey, DJ, ey. Hat mich da angeschrien von der Seite. Der Techniker, der schon, also stand gerade unter der Bühne mehr oder weniger und hat noch die Kabel so ein bisschen hergerichtet. Der schreit dann hoch auch, hey, verpiss dich von der Bühne, so auf gut Deutsch gesagt. Und ich habe ihm auch schon dreimal gesagt, erst geh bitte runter von der Bühne, du hast da um nichts verloren. Ich komme gleich vor. Und ja, nee, der wollte dann nicht, der hat dann weiter und weiter und den hatte man dann halt ein bisschen verständlicher darum bitten müssen, dass er sich von der Bühne zu begeben hat. Wie denn? Hast du deine Muskeln gezeigt? Ja, genau. Dann hast du dann so dein T-Shirt wie Rambo aufgerissen? Den Hulk gespielt. Hulk war das mit T-Shirt. Oder eher Godzilla. Okay. Ich hab nee, da so aber es ist halt einfach so respektlos, wenn man einfach so auf die Bühne hochgeht und dann auch nicht drunter gehen will, sondern weiter nervt und weiter schreit und dann noch aggro wird im Endeffekt. Das ist halt... Bruder,
Und ja, du, ich habe gerade mal erst auf Play gedrückt. Security rufen, fertig. Aber weil du sagst Godzilla, Godzilla ist ja aufs Hochhaus geklettert, auf dieses Glasbüro, ne? Wenn's ja, genau. Erinnert. Irgendwo muss es doch in einem Stockwerk sein, wo der seine Eier auf die Scheibe geklebt hat, oder? Das heißt, die, die gerade das Meeting hatten, haben die Eier von Godzilla gesehen. Theoretisch. Ja, kann sein. Ey, es ist was mega Trauriges passiert. Wir brauchen eine Schweigeminute für die Fernsehwelt in Deutschland und Österreich. Also es ist wirklich belastend eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir jetzt unser Abendfernsehprogramm noch weiter überstehen können, Daniel. Gerade du, jetzt mit Kind und so. Ich glaube, ich habe es verpasst, wieder mal. Ja, Sport 1 wirft die sexy Sportclips nach 20 Jahren aus dem Programm. Bruder. Das geht gar nicht, oder? Einschaltquoten. das war's mit den Sonderplatzierungen. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der sowas noch nicht einmal gesehen hat auf Sport 1 oder damals auf DSF. Ich weiß noch, bei uns in der Schule, bei jeder keinen Übernachtung. Keinen Jungen. Ja, Mädels kennen das doch auch. Und ja, wahrscheinlich aber nicht alle. Nee, ach, ich weiß nicht. Bullshit, das sind da glaubst so. Du? Ja, natürlich. Ja, vielleicht zum ich sag lieber nichts. Nee, aber, hey, aber es gab da wirklich so einen kleinen Skandal jetzt in diese Richtung, die das Qualitätsblatt Heute Zeitung zum Beispiel mit so einer Titelmeldung fasziniert nicht, sondern eher geschockt hat. Es werden ja gerade die neuesten Folgen von Game of Thrones House of the Dragons abgespielt. Und Game of Thrones ist generell so eine Serie, die sehr viel auch mit sexuellem Kontakt hat und wo es da halt auch sehr, sehr viel um Beziehungen, Affären und Liebhaberinnen geht oder Liebhaber geht und uneheliche Kinder. Und jetzt wird eben, also Game of Thrones, die Hauptserie ist abgeschlossen, da kommen keine neuen Folgen. Und jetzt gibt es eine neue Storyline, die wohl so 100, 150 Jahre vor dieser ersten Game of Thrones Storyline spielt, mit ganz neuen Schauspielern und so. Und auf jeden Fall gibt es da eine Blowjob-Szene. Und diese Blowjob-Szene ist gerade halt total diskutiert, weil diese Schauspielerin einen echten, also den Blowjob echt gemacht hat. Das war jetzt nicht irgendwie für die Kamera, sondern die hat das Ding wirklich im Mund gehabt. Natürlich war das jetzt kein echter, ja, muss ich jetzt nicht sagen, aber es war wohl ein Silikon-Ding, also quasi ein Sextoy, was sie da im Mund hatte. Und das gibt trotzdem jetzt ganz, ganz, ganz viel Kritik. Wie muss das sein? Muss man das so sehen? Muss man das so spielen? Kann man das jetzt nicht irgendwie anders überspielen? Und da bin ich ehrlich, ich finde auch, dass man das so nicht sehen muss. Weil stell dir vor, du sitzt jetzt mit deinen Eltern, schaust dir da gemütlich den Serienabend an und dann passiert das. Ist doch maximalst unangenehm, oder? Ja, gut. Schaut man mit seinen Eltern Serien noch heutzutage? Macht man das? Ich weiß nicht. Also, das kann schon sein, wenn du dich gut verstehst, wenn du da irgendwie eine Serie hast. Alarm für Cobra 11 würde ich heute noch mit meinem Papa schauen. Ja gut, das ist aber auch die Killer-Serie schlechthin. Also. Ja, aber so, ich meine halt, weißt du, wenn du jetzt alter Game of Thrones-Fans bist, wo du dann sagst, hey, Eltern, nein, ich verstehe schon, was du meinst, da gibt es ja was Neues, fangen wir an gemeinsam, ein bisschen Family-Time verbringen, ist eh viel zu selten. Und dann kommt so eine Szene und dann siehst du da und denkst du, wo schaue ich jetzt hin? Schaue ich meinen Papa an? Schaue ich weiter im Fernsehen? Schaue ich meine Mutter an? Vielleicht noch meine Geschwister? Oder schaue ich einfach entspannt ins Handy und tue so, als hätte ich nichts gesehen? Wie siehst du das? Ich war in der Situation, ehrlich gesagt, noch nicht, dass ich... Du bist noch nie im Blowjob zur Arbeit gekommen, oder wie? Bodenlos. Nee, aber ich wüsste auch nicht, wie ich mich in der Situation fühlen würde. Ich call das im Endeffekt mit, dass es unangenehm ist, 100 Pro. Was ich jetzt in der Situation machen würde, frag mich nicht, keine Ahnung.
Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du da siehst, wie jemand jemanden köpft oder da in 13 Stücke... Da bist du voll dabei. Das ist cool. Das ist kein Thema. Jawohl. Aber wehe, die hatten Silikon-Dildo im Mund. Das geht natürlich gar nicht. Ja, keine Ahnung. Es ist, ich denke mir das oft, wenn ich mir jetzt so... Meine Großeltern sind lang vor meiner Zeit verstorben. Ich hatte nur eine Oma, die ich gekannt habe und so. Ey, wenn mein Opa, der in den frühen 80ern, Ende 70er Jahren verstorben ist, heute auf die Welt kommen würde und einfach mal 2-3 Wochen da leben würde, was der für Werbungen sieht, mit eben, wo sexuelle Sachen da gezeigt werden, Damen in Unterwäsche, sexy Reizwäsche, Zigaretten, gut, das gab es früher wahrscheinlich noch mehr, aber ich glaube, die wären schockiert, in was für einer Welt wir aktuell sind. Diese Hemmschwelle ist halt ganz anders. Die Hemmschwelle ist natürlich ganz, also ob sie wirklich so viel anders ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass unsere Großeltern im Fernsehen oder sonst wo in irgendwelchen Zeitungen Werbungen von Kondomen oder sonst was hatten, so viel. Ja, das vielleicht nicht, aber ich glaube, dass die Zeit damals gerade so auch in den 70er, 80ern und so, dass die auch nicht so ohne gewesen ist im Endeffekt. Also aber nicht so öffentlich. Jetzt, ja, das kann sein. Das kann vielleicht noch sein. Da war es eher bei Konzerten und so. Ja, die Hippie-Zeit halt und so, ne, wo sich jeder eindübelt und dann andere Sachen macht. ich weiß nicht, ich finde das... Ich meine, klar, man ist aufgeklärter, es ist ja auch gut, dass man darüber offen sprechen kann, finde ich. Aber es ist nicht so viel Zeit vergangen seit den 70er Jahren. Das ist nicht mal noch eine Generation, wenn man sich ehrlich ist. Ja, das stimmt. Also keine Ahnung, wie, wo, was, über was wir dann mit unseren Kindern reden werden oder mit unseren Enkelkindern. Ja, ich bin gespannt, was sich da noch so alles tun wird und so. Weil es passiert ja durchgehend irgendwas im Endeffekt. Also ständig wird irgendwas Neues erforscht und keine Ahnung. Und es, die Zeit bleibt einfach nicht stehen. Und ja, also ich bin wirklich gespannt, wie das so wird, auch gerade jetzt in meinem Fall dann, wenn meine Tochter dann irgendwann mal so ein bisschen älter ist, wie das dann so wird. Da bin ich schon sehr gespannt. Vor allem, wir sehen halt jetzt so die Generationen, und also die junge Generation im Endeffekt. Und da macht man sich dann teilweise schon Gedanken. Boah, ich hoffe, du wirst anders. keine Ahnung. Das ist also das ist halt, das sind so halt so die Gedanken, die momentan halt so durchgehen, weil man halt einfach sieht teilweise. Aber machst du dir schon solche Gedanken? Das ist ja noch so weit hin eigentlich, oder? Ich meine, wie alt ist eure Kleine jetzt? Ein paar Monate? Ja, das schon. Aber ja, die Zeit verfliegt halt auch so schnell im Endeffekt. Also wenn ich mal denke, jetzt wird es 5 Monate nächste Woche. Crazy. Halbes Jahr. Und die Zeit, ja, und das fühlt sich aber erst so an wie, hey, du bist seit gestern da. Das meine ich damit, die Zeit verfliegt so schnell. Und ja, natürlich denkt man sich, gerade wenn man irgendwas sieht, schieß mich tot. Natürlich habe ich auch Scheiße gebaut als Jugendlicher und so weiter. Aber nicht jetzt, ich war halt nicht respektlos oder irgendwas in dem Sinne gegenüber. Dafür bin ich es heute, ja, natürlich. Irgendwann holt man die Sachen dann nach. Nee. Aber ich war damals zu Erwachsenen halt nie respektlos im Endeffekt. Wenn ich mal die Jugend heute anschaue, da stellt es mir die Haare auf. Ja, meine Mutter ist noch in der Zeit in die Schule gegangen, wo man geschlagen worden ist von den Lehrern. Und das Schlimmste war, hat sie immer gesagt, du kommst nach Hause und darfst deinen Eltern gar nicht mal sagen, dass du geschlagen worden bist, weil dann schlagen die dich mal. Ohne dass die sich anhören, weil die sagen, okay, wenn dich der Lehrer geschlagen hat, hast du es verdient und jetzt kriegst du es von uns auch nochmal. Ja, ich weiß. Ich kenne das von meinen Eltern auch. Das ist, ja. Da war eine ganz andere Zeit. Papa hat ja mit, also ich bin Linkshänder, der Papa auch. Und er hat damals mit der linken Hand schreiben. Ja, safe. Und er hat damals eben links geschrieben, weil er sich halt natürlich leichter getan hat, weil er war halt Linkshänder. Ja. Und der Lehrer hat ihm immer mit,
ein Lineal oder irgendwas in die Richtung auf die linke Hand geschlagen, wenn er erwischt worden ist, dass er mit links geschrieben hat. Er hat mit rechts schreiben müssen. Dann hat er halt den Stift in die rechte Hand genommen, weil er geschaut hat, mit rechts weitergeschrieben. Sobald er weggeschaut hat, wieder in die linke Hand und mit links weitergeschrieben, bis er dann wieder auf der Hand erwischt worden ist. Also cool, ja. Ja, den Hintergedanken verstehe ich bis heute nicht, aber ja gut, why not? Hey, wollen wir zurück zur Musik gehen? Ja. Ich habe da so ein paar Fragen bekommen, die uns beide betreffen. Es ist jetzt so ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch, aber ich finde die Fragen gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir da 2, 3 rausgesucht, die ich dir jetzt einfach mal stellen würde. Gab es bei dir in deiner Karriere den einen Moment, der vieles verändert hat als DJ? Gab es da was, wo du sagst, okay, dieser Moment hat jetzt alles irgendwie auf den Kopf gestellt, hat es professionell gemacht, hat es vielleicht sogar downgegradet anstatt abgegradet? Gab es da irgend so einen Schlüsselmoment für dich? Ich sag mal so, die erste wirkliche Großraumdisco, die ich bekommen habe, habe ich eigentlich normal angefangen, also stinknormal, Freitagstermine, dies, das. Und wo es dann auf Samstagstermine umgeschlagen ist, also ich habe mal einen Samstag bekommen, weil irgendwer ausgefallen ist und die halt dringend einen Ersatz gebraucht haben und ich war halt in der Nähe. Und da war dieser eine Samstag, den ich gespielt habe, habe den halt scheinbar mega gut runtergespielt, weil seit diesem einen Termin hatte ich nur noch Samstagstermine und habe halt auch die ganzen großen Acts supporten dürfen, beziehungsweise ich wurde auch sehr viel angehört, sagen wir mal so. Meine Meinung hatte auf einmal irgendwie Gewicht, was davor halt nicht so der Fall war. Das war vielleicht so ein kleiner Punkt, wo ich sage, okay, cool. Und allgemein, ja, das Radio, muss ich sagen, ehrlicherweise. Okay. Also ich habe damals beim Radio normal gearbeitet, im Endeffekt im Vertrieb und Verkauf. War das vorm Auflegen oder war das so parallel irgendwie? Nee, das war parallel. Also ich war nach dem Bundesheer, während dem Bundesheer habe ich diese Großraumdiskothek bekommen und nach dem Bundesheer bin ich relativ schnell zum Radio. Also es hat keine 2 Monate dauert, bin ich zum Radio, glaube ich. War das dann einfach so eine Blindbewerbung oder auch über Vitamin B? Nee, war tatsächlich einfach eine stinknormale Bewerbung. Ich wollte halt nicht mehr, also ich habe davor im Einzelhandel gearbeitet, vor dem Bundesheer. Während dem Bundesheer habe ich aber nur Dienst von Montag bis Freitag gehabt, bin am Freitag Nachmittag zu Hause gewesen und Samstag, Sonntag hatte ich frei. Die müssen verzweifelt gewesen sein. Und das wollte ich halt beibehalten im Endeffekt, weil ich gesehen habe, wie schön es ist, Wochenends frei zu haben, weil man eben Freitag, Samstag theoretisch auflegen kann auch und nicht nur einen Termin. Und da bin ich eben halt, habe ich halt geschaut, was ich machen könnte und darunter war dann der Radiosender. Und ja, das war halt eine Bewerbung und das hat alles gepasst. Und da bin ich dann im Vertrieb eigentlich hingekommen. Cool, ja. Aus dem Vertrieb wurde immer mehr mit Programm und so weiter. Da hat sich dann halt, die haben das dann halt auch eh im Bewerbungsgespräch schon mitbekommen, ich bin DJ und dies und das. Quasi direkt ein bisschen weiter geplant. Und haben mich direkt ein bisschen quasi in diese Richtung für den Radio-DJ quasi eingeplant und für die Veranstaltungen. Da kamen dann so die ersten großen Veranstaltungen zustande, die mich halt dann auch im weiteren Sinne, also die mir im weiteren Sinne dann auch geholfen haben, so über die Grenzen ein bisschen hinauszukommen von Kärnten, sage ich mal so. Ist cool, ja. Und dann kam ich. Und dann kamst du. Und es ging bergab. Dazu gleich die nächste Frage. Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben? Die Facebook-Anfrage von Golemo niemals annehmen. Das wäre gleich mal Rat Nummer 1. Habe ich dir eine Anfrage geschickt oder du mir? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich du mir, Fanboy. Ja, genau. Naja, hau raus, was wäre so ein Rat? Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich viel zu sehr auf andere Personen gehört und mich davon ein bisschen mitreißen lassen.
Das würde ich wahrscheinlich so nicht mehr machen wollen. Ich glaube auch, dass das den ein oder anderen Kontakt im ersten Moment verhaut hat, sage ich mal so, weil man dann quasi so ein bisschen, wie sagt man dazu, einfach ein bisschen großgoschert gewesen ist gegenüber anderen und halt vielleicht auch nicht gewusst hat, zu gönnen, sage ich mal so, sondern irgendwie dann das alles in Frage gestellt hat, warum, wieso, weshalb und sollte ich stehen und der kann ja gar nichts Was der und klassische Neider. genau, dazu habe ich mich leider hinverleiten lassen. Sehr, sehr ehrlich. Wow. Ja, ist kein Geheimnis, also das ist ein Punkt, der mir halt selber, der mich selber ehrlich gesagt auch stört im Endeffekt, weil ich war davor nicht so. Mir war es eigentlich immer relativ wurscht. Ich wollte einfach nur ich sein im Endeffekt und mit mir selber zufrieden sein. Und da habe ich dann irgendwie mich dazu runterziehen lassen und habe mich halt da oder bin da so mitgezogen worden irgendwie. So gesagt, nee, der kann ja gar nichts und wenn sie mich buchen, da ist gleich viel anders und viel besser und was wollen sie mit dem und zipft mich an und so weiter. Also war wirklich auch teilweise angefressen und habe mich unnötigst drüber aufgeregt im Endeffekt. Also komplett, ich hätte es eh nicht ändern können im Endeffekt. Ja, das wäre so ein Ding, das würde ich nochmal so durchstarten, nicht mehr machen. Also einfach mit allen gut auskommen. Man muss nicht jeden mögen, man kann sich seinen Teil schon denken, aber ich habe halt auch bei anderen Personen schlecht über die Person geredet im Endeffekt, obwohl ich sie vielleicht gar nicht so genau kannte. Ja, würde ich heute nicht mehr machen im Endeffekt. Also soll jeder seinen Hype unter Anführungszeichen haben und gebucht werden und es wird schon einen Grund haben, warum er gebucht wird. Welcher Grund es dann tatsächlich ist, sei dahingestellt. Aber ich würde nicht mehr bei anderen irgendwie ja, schlecht reden oder sonst irgendwas. Das Wenn wir schon so deep sind, dann die nächste Frage. Was war dein letzter Misserfolg oder Rückschlag? Das ist dann auch die letzte Frage, mit der wir es dann beenden, meiner Meinung nach. Wo hast du richtig verkackt, mein Freund? Stille. ja, Ich kann die Totenstille. Grille hören. Ich habe keine Rückschläge, ich bin perfekt, oder wie? Bucht's lieber mich, bevor ihr andere bucht. Boah, in welchem Kontext jetzt gemeint? Also Musikalisch oder privat ist wurscht. im DJ-Leben. Ja auch. Erzählt es zu Misserfolgen, wenn man unter Anführungszeichen für die falsche Veranstaltung gebucht wird? Nee. Eher nicht, ne? Also Nee. Sondern wirklich vielleicht auch irgendwas, was. wo du dich dann selber hinterfragst und wo du dann wirklich mit dir hadern musst oder mit der ganzen Situation ein bisschen mitnimmst. Gibt es da was? Oder gab es da Ja, was? es gibt einen Clubabend, wo ich Wo mal zum irgendwie. Beispiel jetzt 1000 Gäste dir sagen, wie scheiße du bist und du halt wirklich einen scheiß Abend hattest. Nee, muss man nicht direkt sagen, dass ich scheiße bin, aber einfach, wo ich irgendwie nicht in den Flow kommen bin oder keine Ahnung, woran es tatsächlich unterm Strich dann gelegen hat, wo dann aber ich gemerkt habe, dass irgendwas einfach nicht passt, weil die Tanzfläche wird immer leerer. Okay. Und Dann hast du drauf geschissen und dich ja, genau. angesoffen. Nee, ich habe tatsächlich nicht drauf geschissen. Ich habe geschaut, wie kann ich das irgendwie richten und keine Ahnung was. Aber es ging diesen Abend einfach nicht so wie gewollt. Also ich habe halt gekämpft und gekämpft und habe komplett umgeschwenkt und dies und das, aber es war einfach, lag es an mir, lag es generell an dem Abend, dass der eher schwer war. Ich, keine Ahnung, Ja, kann ich aber auch bis das heute ist nicht nicht sagen. wirklich das, was ich meine, weil im Endeffekt, das ist dann so ein Abend, okay, war scheiße, Ja, so ein Rückschlag fast ist nach es jetzt Hause, auch nicht, erledigt. ne? Puh. Rückschlag, ich müsste jetzt. Also so ein Rückschlag, der mich irgendwie zurückkatapultiert hat, irgendwohin, keine Ahnung. Müsste ich jetzt nicht. Ja. Müsste ich wirklich nicht. Bereust du, den Podcast gestartet zu haben?
jetzt Hand aufs Herz, oder gab es mal so Momente, wo du dir dachtest, oh, kritisch? Nee, bereue nicht. Ich glaube, ich ehrlich gesagt schon, weil ich werde verdammt oft darauf angesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gerade so auch raus aus unserer Komfortzone zu Hause, da merke ich dann schon, was wir da eigentlich losgetreten haben. Und gibt auch oft natürlich dann Leute, die dann, ist meistens oder immer eigentlich bis jetzt immer sehr positiv gewesen, bis auf vereinzelte Ausnahmen, was aber dann auch alles easy zum Klären ist und so. Mhm. Aber hey, wenn ich mir die Klicks anschaue, die wir schreiben und so, oder die wir bekommen und dieses Feedback. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel erst wegen dieser, nee, nicht gestern, vor ein paar Tagen, ich glaube am Freitag, wegen dieser Queen-Geschichte, wo Sony die Musikrechte gekauft hat, hat mir auch ein Kollege, ein sehr, sehr netter Producer, geschrieben und hat dann da seine Meinung dazu preisgegeben. Und das war aber jetzt auch sowas, wo ich nie daran gedacht hätte, dass so einer oder dass er jetzt konkret zum Beispiel jemals auf die Idee kommen würde, den Podcast zu hören. Was mich natürlich freut. Aber es ist dann halt wieder, wo man sich denkt, hey, man hat jetzt wieder trotzdem eine gewisse Verantwortung. Die Leute haben Erwartungen an dich. Du musst noch mehr aufpassen, was du sagst, wie du es sagst. Auch das mussten wir lernen, wenn ich mir die ersten Folgen so anhöre, wo wir einfach frei Schnauze geredet haben. Das geht halt leider nicht immer wie gewünscht. Und ja, also ich finde, ich meine, ich bereue es nicht, dass wir es gestartet haben. Ich finde es super geil, es macht mega Spaß. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so wird, wie es jetzt ist, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, bereuen nicht, bis auf mein manchmal Zeitmanagement, das nicht immer das Beste ist. Aber ich habe schon das ein oder andere Mal einen zweiten Kollegen gesucht. Ich sag's, wie es ist. Nee, aber ja, auf der anderen Seite, so du sagst, natürlich, durch die Zahlen, man muss dann irgendwann aufpassen, was man alles sagt und vor allem, wie man es sagt. Weil ja, und das Gemeine ist, du weißt halt nie, wer hört denn dazu. Ja, klar. Das kann jemand sein, der dir alles Glück der Welt gönnt, aber das können halt natürlich auch Leute sein, die nur auf den Fehler warten und dich dann da so ficken auf diesen Fehler, dass du gar nicht mehr rauskommst. Das stimmt, ja. Österreich, aber was glaubst du, wie dann die, was denkst du, wie dann die Zahlen durch die Decke gehen, wenn da irgendwie so eine Lawine losgeht? So ein Blowjob, genau, Skandal, Blowjob am Set oder was? Skandal, das war das Wort, was ich gesucht habe. Nee, aber jetzt nochmal, um aufs Thema Queen zurückzukommen. Der hat mir das dann versucht zu erklären und meinte so, er hat die monatlichen Hörer bei Spotify gecheckt. Die haben ca. 52,6 Millionen monatliche Hörer und da sind es ca. 105 Millionen Streams, also über 1,2 Milliarden Streams im Jahr. Das allein bringt schon mal Sony ca. einen Umsatz von mindestens, wenn man das auf österreichische Werte rechnet, 3,12 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Das heißt, das ist schon mal ein nettes Taschengeld, was man hat. Meiner Meinung nach ist das trotzdem zu wenig dafür, dass ich dann einmal 1,2 Milliarden Dollar in die Hand nehme und dann mal 100 Jahre gefühlt in Vorkasse gehe, bis sich das einmal auf Null rentiert. Verstehst du? Mhm. Und du weißt ja nicht mal, lebt ein Unternehmen die nächsten 10 Jahre. So Businessplane sind meistens auf 5 bis maximal 10 Jahre. Und wenn es jemand schon auf 10 Jahre plant, dann ist das schon sehr, sehr unseriös, sage ich mal, in den meisten Fällen, weil du einfach nicht weißt, wie ist die wirtschaftliche Lage im Land, was sind die Situationen, welche neuen Investitionen gibt es, welche neuen Technologien gibt es, muss ich ja nicht ausführen. Deswegen, aber ich finde sowas halt sehr, sehr geil, dass es dann zu Diskussionen kommt. Ja, mega. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen ausführlich machen. Jetzt war das der Umsatz für Spotify, wenn man das so hochrechnet, Daumen mal Pi. Aber dann kommt ja noch Apple Music, Amazon Music, die ganzen Radio-Plays im Endeffekt und. Die YouTube-Einnahmen und halt die YouTube-Klicks, die generiert werden. Ja, aber ich glaube, die sind dann verschwindend gering im Vergleich. Ja, ich weiß nicht. Weil und vor allem, man weiß nicht, was im Hintergrund steckt, ob nicht irgendwas geplant ist. Das ist halt das, auf was ich
glaube, dass da was kommt in den nächsten Jahren, womit richtig Geld gemacht wird. Das wäre das Einzige, was du sagst, das könnte man wirklich nachvollziehen, wenn man mit so einer Summe, eben so wie du sagst, in Vorkasse geht. Auch wenn es ein riesengroßes Label ist, aber ich glaube, nur um Prestige zu symbolisieren, machst du das trotzdem nicht. Ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Oh, da musst du ja Jahre hingearbeitet haben, dass du sagen kannst, hey, ich klatsch da jetzt mal einfach die Summe raus und soll passieren, was passiert, aber hey, Queen gehört uns. So auf die Art. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist spannend, wirklich. Ich würde gerne richtige Insights da bekommen, nur leider ist das logischerweise unmöglich. Keine Chance. Von daher, ja, kann man nur spekulieren und warten, was die Zukunft ist. Außer der Chef von Sony hört uns vielleicht zu und möchte sich dazu äußern. Sehr gerne, jederzeit. Da können wir einen Podcast gerne auch auf Englisch machen. Aber weil wir meinten, so diese Businesspläne vor 10 Jahren und so, jetzt im Vergleich, das erste iPhone wurde 2007 vorgestellt. Das sind 17 Jahre, das ist nicht viel Zeit. Stimmt. Und jetzt schau dir mal an, was die Handys heute können. Mit VR-Brillen, mit, weiß ich nicht, du hast einen Sturzsensor drin, dass wenn es dich aufs Maul legt mit dem Fahrrad, dass das Handy automatisch die Rettung ruft, was die Autos können mit autonomen Fahren und so ein Zeug. Das ist schon brutal. Ja, ist heftig. Deswegen sage ich, also die Zeit steht nicht und bleibt nicht stehen und die Technik entwickelt sich immer weiter. Also es ist brutal. Und trotzdem gibt es Momente, wo DJs ausrasten unter Anführungszeichen, es war vollkommen gerechtfertigt, meiner Meinung nach, weil das DJ-Equipment nicht funktioniert. Hardware, ja? Ja, Mann. Da geht es ja nicht nur das Saga-Fest, Saga oder Sega-Festival? Saga. Saga-Festival in Bukarest in Rumänien, da hat unser lieber Hardwell aufgelegt und hat mitten unterm Set, ich glaube, der hat versucht, einen Track zu loopen, was einfach nicht geklappt hat, oder den Loop rauszunehmen, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es halt technische Probleme, wo dann ein gewisser Herr Hardwell einfach mal aufhört, das Set abdreht, nach vor geht auf die Bühne und sagt wortwörtlich, dieses Scheiß-Festival hat ihm keinen Cent gezahlt, dass er da ist, und er ist trotzdem wegen den Fans da, und dann kommst du her und du hast keine Technik, die funktioniert, du hast keine Energie, du hast keine, weiß nicht, es klappt gar nichts. Und das Saga-Festival hat sich ja dann zurückgemeldet und meinte, dass Auftritte von einer Rita Ora zum Beispiel problemlos funktioniert haben. Also, ich meine, wer kennt sie nicht? DJ Rita Ora. Aber meine Frage wäre jetzt dann, hast du nur diesen Clip gesehen oder hast du auch gesehen, was davor passiert ist? Ich habe gesehen, was davor ist. Da gibt es ein Video und länger. Ich habe dir das sogar geschickt. Da sieht man, wie sehr der meine Videos anschaut, die ich ihm schicke. Gar nicht, nämlich. Gibt es halt so, wie er gerade so mitten im Übergang ist. Und das klappt halt. Ich habe mir das Video genau heute angeschaut vom Podcast. Ja. Und du siehst, wenn du Hardwares Shows vergleichst im Endeffekt, siehst du eigentlich, wie brutal er kämpft im Endeffekt. Und dass er schon nach 2 Minuten, glaube ich, nachdem er das Set begonnen hat, den Techniker zu sich holt und ihm sagt, hey, die scheiß Technik funktioniert scheinbar nicht. Ja. Was und, ja kein Thema ist. Und hey, dann bringst du ja, in 10 aber Minuten. Da habe ich Ersatzplayer schon vorbereitet im Endeffekt. Da ging es immer um den Player. Du hast gesehen, wie er dann zum Ende hin schon auf diese, ich glaube, es war der Q-Button oder der Loop-Button. Ich glaube, es war der Loop. Aber wie er schon mit voller Wucht draufhaut, weil es einfach nicht funktioniert. Und in dem Übergang, da hat er nämlich ausgezuckt, als er den Übergang verkackt hat unterm Strich. Kann man einfach so sagen, es hat nicht funktioniert, die Nummer war dann aus, die andere Nummer lief irgendwie noch nicht und er hat dann einfach abgedreht und ist von der Bühne gegangen, ist dann 10 Sekunden später wieder zurückgekommen, hat das Mikro in die Hand genommen und die Ansage gedroppt. Kann ich nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Also, aber wenn man hast du den Techniker gesehen? Ja, der ihn von der Bühne holen wollte. Aber wirklich motiviert war der nicht, dass der den von der Bühne holen wollte. Der hat das einmal versucht, dann hat den Hardware weggeschoben und der hat sich gefühlt hingesetzt und hat die Show genossen.
ich sage auch ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen in die Materie reinversetzt, im Club und bei kleinen Veranstaltungen ist so meistens, das Mikro hängt direkt am DJ-Pult und du steuerst das von dort aus. Bei so großen Veranstaltungen ist es der Fall, dass das Mikro nicht am DJ-Pult hängt, sondern beim Tontechniker, in dem seinen Mischpult hängt. Und er das alles steuert und pegelt im Endeffekt. Richtig, ja. Und jetzt musst du soweit denken, der Tontechniker dürfte scheinbar auch nicht bezahlt worden sein, nämlich er hat ihm das Mikro ja nicht abgedreht. Ach so, ja gut. Nee, aber ich schaue gerade so nebenbei auf Instagram vom Saga Festival die letzten Videos, da gibt es jetzt einen Hashtag, Hashtag PayHardwell. Top-Kommentar mit 171 Likes, get better equipment. Also es ist brutal, also PayHardwell, Alter. Ich lese da gerade 200 Pay-Hardware-Kommentare. Ihr seid Kriminelle, Pay-Hardware, get better equipment. Er sagt ja, dass die Technik und so weiter scheiße ist und das ganze Festival für den Arsch ist im Endeffekt. Ja. Da gibt es auch so, bei den anderen Clips habe ich mir auch so Kommentare rausgesucht, da ist zum Beispiel auch ein Kommentar, you can't tell the production is bad because they couldn't even turn his mic off. Aber da gab es doch schon mal vor kurzem was, wo ich glaube DJ Snake über ein Festival geschimpft hat. Kann das sein? Möglich, dass es Snake war, ja. Schimpft über Festivals? Warte, was sagt Dr. Google? Ja, fuck Tomorrowland. Während EDC Las Vegas schimpft DJ Snake Tomorrowland. Stimmt, stimmt, das war's. Also es ist halt, puh, wilde Aussage. Wird das jetzt so ein bisschen so ein Running Hype, wo sich viele Festivalveranstalter fürchten müssen, beschimpft zu werden? Ich weiß nicht, aber man die Situation, also die Sache, ob er gut, er würde es nicht sagen, wenn es nicht so ist, denke ich mir jetzt an, aber ob das wirklich stimmt, dass er nicht bezahlt worden ist und trotzdem wäre er bezahlt worden, dann schicken diese Festivalleute ganz einfach schnell einen Überweisungsbeleg raus und zeigen, hey, wir haben den vor 2 Monaten bezahlt. Also dem glaube ich schon, dass er nicht bezahlt worden ist. Ich glaube es auch, weil er halt einfach, wie soll ich das sagen, das ist schwer zu formulieren. Er wirkt nicht so, wie als wäre er nur auf Stress aus. Ja, genau. Er spielt einfach, er hat auch dafür gekämpft. Ultra Miami zum Beispiel, da ist er seine Set-Time abgesagt worden aufgrund der Unwetter und er hat halt alles Mögliche versucht, um trotzdem irgendwie eine Set-Time zu bekommen und ist ja dann länger geblieben und so weiter. Er hat ja dann die Hotels zahlen müssen für seine Crew und seine Crew weiter zahlen müssen. Der Arme, ja, bei 7-stelliger Gage. Natürlich. Sei dahingestellt, aber er hätte auch sagen können, okay, das Festival ist halt abgesagt worden und dann spiele ich halt nicht im Endeffekt. Es ist halt, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt in Österreich das Electric Love Cup, das war ja auch kurz vor der Absage jetzt am letzten. Ja, da sind auch einige Acts gecancelt worden, weil sie das Gelände haben zusperren müssen und auch Teile von der Bühne im Endeffekt, quasi diese Planen und so weiter, die dann das Bühnenbild teilweise ergeben haben, die haben sie abspannen müssen und so weiter. Habe ich dann gesehen. Ich war nicht weit weg vom Festival. Ich war 100 Kilometer weg oder 90 oder so. Also wirklich nicht ganz so weit. Und es ist nicht abgesagt worden. Der Einlass hat sich halt verspätet und das Camping wurde geräumt, weil es eine sehr schwere Unwetterwarnung gegeben hat. Wirklich mit Blitz, mit Hagel, mit Windstürmen. Um genau 19 Uhr, zwischen 19 und 20 Uhr sowas, keine Ahnung. Und das Electric Love hat halt sicherheitsmäßig direkt gesagt, hey, vor 20 Uhr geht gar nichts, wir machen vor 20 Uhr nicht auf. Alle Künstler vor 20 Uhr abgesagt. Jetzt haben sich ein paar versucht, B2B mit anderen Kollegen, wenn man sich kennt und connected hat, so einzubauen, dass sie jetzt nicht umsonst da rausgefahren sind, ja. Was ich sehr, sehr cool finde, dass du dann auch als Künstler sagst, hey, ja, natürlich, bau dich ein, machen wir B2B, ist ein sehr, sehr großer Move. Und dann das Problem war, jetzt evakuier mal 60, 70, 80.000 Leute, wie auch immer, und dann lass die alle zur gleichen Zeit um 20 Uhr auf ein Festival. Gute Nacht. Was das für logistische Probleme sind, das, glaube ich, brauchen wir gar nicht mal weiter herauszögern.
Und das Problem ist, ich glaube, dieses Unwetter kam ja auch gar nicht direkt oder es war nicht so schlimm, wie es befürchtet worden ist seitens Electric Love. Und jetzt wirkt das halt natürlich auch leider sehr, sehr blöd fürs Electric Love, wenn man sich so die Kommentare ansieht. Aber die können nichts dafür, weil ja, wenn die dieses halt Unwetter die, dann kommt, dann genau. Bist du derjenige, der gefickt ist, weil er eben nicht gehandelt hat. Es ist, glaube ich, schlimmer, ein volles Festival zu evakuieren, wenn du es evakuieren musst, als der Ansturm, der halt danach kommt. Im Endeffekt. Oh ja, das glaube ich auch. Und ich finde, das Electric Love hat vorbildlich gehandelt. Ganz ehrlich, du weißt es ja nicht, das Wetter kann keiner von uns beeinflussen. Die Warnung ist da und wie gesagt, da wo ich war, keine 100 Kilometer weg, da war der Weltuntergang des Todes. Ja, ich kann mich erinnern, da wo ich das letzte Mal am Electric Love gewesen bin, da hatte ich natürlich auch so einen Sommer erwischt, wo es nur, wir hatten einen schönen Tag und das war der letzte Tag. Die anderen Tage von Mittwoch bis Mittwoch, Donnerstag, Freitag hat es nur geschifft und geregnet. Ich hatte schon gar keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin, weil das Wetter einfach so demotivierend war. Aber und kommt man da so in dieses Festival-Feeling bei so einem Wetter, in diesem Mood? Ja, wir haben einfach das Beste draus gemacht im Endeffekt. Das Einzige, was mich oder uns, ich war mit einem Kumpel dort, was uns halt maximalst angepisst hat, dass wir komplett vergessen haben, uns so Gummistiefel einzupacken. Weghauen kannst du sie schon. Aber du hattest halt 3 Tage lang nur nasse Füße. Okay. Weil trocknen ja auch nicht über Nacht oder so, dass du sagst, oder halt untertags kannst du irgendwo hinstellen zum Trocknen, weil es durchgeregnet hat im Endeffekt. Und das war halt ein bisschen mühsam. Und da war es dann auch so am Freitag, da war glaube ich der Tag, Freitag, Donnerstag oder Freitag, wurscht. Jedenfalls ist da auch das komplette Gelände quasi geräumt worden. Wir mussten in den Autos sitzen und das, was ich ziemlich cool finde eigentlich von der Organisation her, du schaltest die Warnblinkanlage ein, wenn du Platz hast im Auto, damit andere wissen, wo sie noch reinhüpfen können, um Schutz zu finden, quasi wenn irgendjemand etwas nicht hat. Und das ist cool. Und wir sind dann halt Richtung Parkplatz gegangen, vor uns waren schon Leute dort und es sind extrem viel Warnblinkanlagen angewiesen. Das habe ich ziemlich cool gefunden, diesen Zusammenhalt und so weiter. War schon sehr schön, ja, also dass da so viele mitgemacht haben im Endeffekt, das war schon ganz cool. Da hatten wir auch mal so ein Erlebnis, jetzt nicht am Festival, sondern wir sind vom Urlaub nach Hause gefahren und waren 38 oder 42 Kilometer im Stau, also bodenlos, ging gar nichts, irgendwie 8-9 Stunden Stillstand, wo dann auch das Rote Kreuz halt alle 10-20 Minuten durchgefahren ist mit Wasser austeilen und so Wasserflaschen eben für die Leute im Stau, weil du konntest weder vor noch zurück, Totalsperre. Und da gab es halt sehr, sehr viele Autos und es hat bei uns sicher 33 Grad gehabt in Kroatien unten. Und diese 33 Grad brennen aber anders als die hier in Österreich. Gerade so auf einer Betonautobahn, wo halt nichts drumherum ist, kein Schatten, kein gar nichts. Und dann hast du halt doch viele Autos ohne Klimaanlage. Und selbst die älteren Autos mit Klimaanlage, die kacken einfach ab, die Klimas. Ja. Und da hast du halt, was ich sehr, sehr schön gefunden habe, diese Leute ohne Klimaanlagen haben halt teilweise Babys im Auto gehabt oder halt kleinere Kinder und die haben sie dann in diese moderneren Autos gesetzt, in irgendwelche BMWs oder irgendwelche Audis, irgendwelche ja, moderneren, besseren Autos, wo sich dann ein bisschen abkühlen konnten die Kinder, um jetzt nicht den Sonnenstich zu bekommen oder noch Schlimmeres. Und das finde ich halt auch cool, dass man dann sagt, hey, natürlich setz dein Kind hier in mein Auto, ich lasse es laufen, es die Klima rennt, alles gut, hier gibt es gratis Wasser und da ist halt so wie so ein kleiner Zusammenhalt, wie du sagst, wie so eine kleine Gemeinschaft. Das war aber alles so spontan und das finde ich cool, ja. Auch gerade so am Festival, dass man dann sagt, mitgehangen. Nee, mega. Ja, voll. Also finde ich mega. Soll auch so sein. Man soll sich ja gegenseitig helfen im Endeffekt, wo man kann und gerade wenn Hilfe gebraucht wird. Ja, das stimmt. Ich bräuchte Hilfe, dass wir die Kirchenglocken abmontieren, bitte. Wir könnten ja alle diese bei den Kirchenglocken diesen
wie heißt das, in der Glocke drinnen? Den Kegel. Den Kegel. Mit irgendeiner, mit dieser Luftpolsterfolie einwickeln oder so. Vielleicht hilft das ja. So ja, quasi schalldämpfend. Ja. Hey, dafür, dass wir null vorbereitet waren, ging die Stunde ratzfax, ratzfatz. Ah, hey, ich sag's dir, Zeit fürs Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Daniel, wir sehen uns am Freitag und am Samstag. Vielen, vielen Dank jetzt schon mal fürs Taxifahren. Nimm deine Soundkarte mit, nimm dein Mikro mit und wir recorden dann die nächste Folge face-to-face aus dem Hotel, hätte ich gesagt. Oh je, das kann was werden. Das wird lustig, wird ein lustiges. Ich freue mich drauf. Ich auch, wird mega. Hey, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.